Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum 1-Stunden-Special von Resident Evil 8. Ja, Freunde, heute ist es soweit. Heute gibt es das große 1-Stunden-Special vom Rille Peter. Alles in Uncut. Ich werde hier nichts schneiden, gar nichts. Wir werden uns ins Verderben stürzen und genau eine Stunde dieses Spiel zocken. Und ja, Freunde, für das 1-Stunden-Special erwarte ich von euch den krassesten Support überhaupt, weil ich glaube, jetzt wird's richtig hart. Ich habe mich letzte Folge schon komplett eingeschissen. Deshalb will ich hier die 10.000 Likes auf dieses Video sehen. Nimmt den Like-Button auseinander. Und wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir hier in diesen Puppen-Dings waren. Überall waren auf einmal Puppen. Und ich guck mal jetzt, was uns hier erwarten wird. Ich glaube, es wird sehr, sehr schlimm werden. Und wir werden uns da jetzt reinstürzen, Freunde. Aber bevor wir reinstarten, denkt auch dran, meinen Instagram-Kanal abzuchecken in der Beschreibung. Lasst dort ein Follow da, auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal abzuchecken. Ich sag das jedes Mal, Freunde, damit ihr auch immer wisst, dass ich auch auf anderen Plattformen unterwegs bin. Und hier war ich eine lange Zeit nicht aktiv unterwegs, deshalb checkt das gerne aus. Ich würde am liebsten jetzt noch weiter mit euch 10 Minuten reden, aber ja, ihr wolltet das 1-Stunden-Special sehen. Und deshalb würde ich sagen, geht's weiter, Leute. Ach du Scheiße, wir sind diesen scheiß Aufzug hier hochgekommen. Scheiße. Genau hier jetzt gespeichert, oh Gott. Also irgendwas mit so einer Puppe ist mir. Puppe, zeig dich! Puppe! Oder meine Kopfhörer sind viel zu laut, Alter. Die Grafik ist aber echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gute Grafik? Ach, super. Das ist, glaube ich, das Puppenhaus, oder? Boah, guckt euch mal den Wasserfall an, richtig schön. Alter, ist das ein Wasserfall? Oder was ist das? Also das Spiel in VR, ich sage euch eins, ich glaube, ich wäre abgekackt. Dieses Spiel in VR-Brille, tschüss. Resident Evil war schon hart, aber ich glaube, dieses Spiel ist... Oh Gott, Alter, ich hab absolut kein gutes Gefühl. Wir müssen da irgendwelche Dinger sammeln. Warte, was ist unsere Aufgabe? Genau, Flakuns mit Rose finden. Genau, diese Flakuns. Flachmut, Flakuns. Haus Beneviento. Ach du Scheiße. Ich habe das schon in den Kommentaren irgendwo gelesen bei den letzten Folgen. Nee, warte mal ab, dieses Bebene, Dieto, Mieto, Spaghetti, Finazzoli. Ja, ja. Ach du Scheiße, ja, Freunde. Ich glaube, jetzt kommt mein Untergang. Ach du heilige Scheiße. Ich habe keinen Bock, in dieses Haus reinzugehen. Digga, das ist wie ein Horrorfilm. Oh! Mein. Ey, Digga, ich krieg schon jetzt Paranoia. Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Kopf. Weil ich kam hier so von da, dreh mich um und sehe das. Ey, ich bin nicht bereit für dieses Special. Ich schwör auf alles, Digga. Ich bin so zittrig. Ich habe mir leider immer noch kein Pulsarmgerät holen können. Aber ich pack mal kurz an, warte. Wo fühlt man denn seinen Puls? Moment. Fühl mal Puls. Wie geht das nochmal? Okay, mein Puls macht so. Dück, 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 dück. Und jetzt kommt dück, dück, dück. Ja, ja, wird immer schneller. Mal schneller, mal langsamer, hä? Okay. Klopp, klopp, wer ist da? Oh Gott. Das ist so ein ganz typisches Haus. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, jetzt wird's hart, Digga. Jetzt wird's sehr, sehr hart, Digga. Jetzt wird's sehr hart. Und dann noch auch noch genau heute 1-Stunden-Special, Digga, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich schwör auf alles. Wenn ich das hier schauspielern sollte, Bruder, bitte, bitte soll mich heute der Blitz treffen. Ich bin einfach so ein Schisser, was Horrorspiele angeht. Aweta, the doors are closing. Das ist eine Schatzkiste. Es ist zu ruhig. Hört ihr das? Man hört gar nichts. Es ist einfach Funkenstille. Was ist das denn hier, ein Boot? Das ist eine Nadel. Oder ich kann nicht mehr. Ich werde gleich so losschreien. Es wird dir irgendwas passieren. Ich kann nicht mehr. Passiert irgendwas. Irgendwas. Benevieto. Benedietto. Vieto. Scampi. Da ist eine Puppe, ich schwör, die baller die ab. Na, ich nehme die Pumpgun. Safety first. Gibt's irgendwas zum Looten? Ah, hier ist gar nichts im Wohnzimmer, hä? Puppe! Ey, ich hasse solche Puppen, ne? Wenn ich eins hasse, sind es Puppen. Ich werde niemals, wenn ich mein Haus habe oder so, niemals Puppen. Was ist das denn? Eine Bratwurst? Das ist eine Banane, die ist vergammelt. Digga, es ist viel zu ruhig, man hört einfach gar nichts hier, ne? Ich höre nichts. Wo muss ich überhaupt lang? Leute, ich habe kein gutes Gefühl, ne? Das ist einfach so ein scheiß verdammtes Kackhaus. Oh Gott, ich mach bitte wenigstens Musik, irgendwas öffnen. Door.
ist denn hier drin? Gar nichts. Aha. Also das sind... Da habe ich lieber diese normalen Häuser von Resident Evil, aber nicht das hier. Das ist so richtig dieses Oldschool von diesen Horrorfilmen. Okay, ich glaube, hier geht's weiter im Foyer. Ach du Scheiße, ich komme ja voll bei The Ring. Oder was ist das hier? Ich gehe nochmal lieber zurück. Ich schwöre, ich gehe nochmal zurück. Ist mir scheißegal. Weil hier im Flur leuchtet das noch rot. Können wir dann irgendwo lang? Man, da hätten wir auch lang gehen können. Ah, okay, das ist jetzt so ein Rundgang hier, okay. Ein Rundgang. Ist ein schönes Haus. Wir können uns da gerne mal den Grundriss anschauen. Also hier haben wir das Wohnzimmer, das Foyer. Ich versuche mich die ganze Zeit rauszureden, Alter. Okay. Halt deine Schnauze. Mahmoud ist mein Name. Mahmoud! Was ist mit der Tapete los? Oder das ist wie? Kennt ihr den? Ich schwöre es dir, das sieht aus wie bei diesem einen Horrorspiel, was ich vor 3 Jahren gezockt habe. Kennt ihr das noch? Wie heißt das? PT, Silent Hills, wo man diese Runden in dem Haus dreht. Ich schwöre, das sieht aus wie dieser Gang hier. Es ist zu ruhig, ich schwöre, Mann, es ist zu ruhig. Halt deine verfickte Fresse. Gib mir den Sound! Okay, hier geht's wieder zurück ins Wohnzimmer. Nichts Gutes. Was ist das denn? Oder? Oh Gott. Sollen wir jetzt in den Aufzug rein? Jetzt geht's noch in den Puppenkeller hier. Scheiß drauf, egal. Ab in den Puppenkeller. Ja, wir haben gerade mal 6 Minuten gespielt, Digga. Ich kann jetzt nicht noch 53 Minuten hier zocken, Alter. Ey, Leute, das ist gerade echt eine Qual, ne? Vor allem, es passiert nichts. Wenn einmal was Krasses passiert, dann bin ich drin, Digga. Dann bin ich on fire. Aber so... Ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert. Es passiert nichts. Digga, was ist das für ein verdammtes Haus, Alter? Wie viele Etagen hat das denn? Benevieto. Bene Penis. Benevieto. Mein Name ist Ben. Hi, mein Name ist Ben. Was haben die für eine Leinwand? Wo ist der Bieber? Beamer Benzo Bentley. Beamer Benzo Bentley. Plattenspieler. Aha. Alkohol von Gebirgs... was? Alkaloide von Gebirgspflanzen. Was ist das, Alkaloide? Nie gehört das Wort. Was wollt ihr von mir, hä? Hier ist alles gelootet in dem Raum. Ganz ruhig. Okay. Oder seid ihr auch alle so angespannt? Schreibt mal jetzt in den Chat rein. Jetzt will ich von allen den Kommentar sehen. Ja, ich bin angespannt. Ich komme mir gleich so eine Puppe entgegengeflogen. Puppe! Ach du Scheiße! Was ein Gang, Bruder! Was ein Gang! Ich schwör auf alles. Hör auf, Digga. Hör doch auf! Tür ist zu. Oh, Haus Bene, Alter. Ja, Bene. Jetzt wird was kommen. Ja, ich sehe schon. Ich sehe es vor mir. Ich sehe es jetzt. Seht ihr es auch? Chat? Guck mal da oben. Kylie, das ist Kylie. I went. Turn around. Ey, Digga, wie lange gehen diese? Ich hasse diese langen, dünnen Gänge. Bruder, es geht ja kaum voran. Vorwärts, mein Name ist Uwe. Hört ihr das? Was ist das denn? Da läuft irgendeine Musik. Da läuft irgendeine Schotten-Dudelsack-Musik. We're taking the Hobbit. Da ist das Ding. Da ist das. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Für immer. Was? Oh mein Gott. Wo ist meine Waffe? Oh mein Gott. Das ist Mia Khalifa. Oh Gott. Oh Gott. Speichern. Ja, ja. Ich muss weiterspielen. Wir haben gerade mal 10 Minuten. 10 Minuten. Oder ich kann nicht mehr, Alter. Es reicht. Ich schwör's dir. Heute bin ich am Ende mit meinen Nerven. Ich bin am Ende mit Mund untersuchen. Okay, ich versuche mich jetzt einmal zusammenzureißen, okay?
versuche mich jetzt zusammenzureißen. Muss immer meine Waffen und alles, ich habe gar nichts mehr. Ja, ich drehe durch bei Puppen, ne? Ah, okay, gibt's wieder einen Code. Oh mein Gott, da ist ein Gang. Untersuch mal den Mund. Was ist das denn? Arm untersuchen? Digga, was macht der da? Diese Puppe macht gleich was. Ich schwör auf alles, ich hasse solche Puppen. Was ist das denn? Unterarm entfernen. Habt ihr es gehört gerade? Irgendwas ist geknallt. Ja. Was soll mir das jetzt zeigen, Digga? Oh Gott. Digga, was ist das jetzt für ein scheiß Rätsel hier, Alter? Egal, wir machen einfach jetzt mal. Okay, da können wir irgendwas reinsetzen. Das Material ist so fest, dass man es nur mit einer Schere entfernen kann. Okay. Also wir brauchen eine Schere. Jawohl, jetzt gibt es ein schönes Rätsel. Ich hoffe, ich werde dieses Rätsel erst in einer Stunde schaffen. Weil dann haben wir nicht das Problem. Dann haben wir kein Problem mehr. So. Rechte Schulter entfernen. Aha. Silberner Schlüssel. Das Radio ist an. Wir haben irgendeinen scheiß Schlüssel gefunden. Wow, was für ein Tritt. Glaubst du es? Verrückt. Wie viel Energie sie schon hat. Digga, was ist das hier für ein Rätsel? Soll das Mia darstellen oder werden sie das darstellen? Ich habe echt keine Ahnung, Mann. Blutiger Ring. Warte mal, vielleicht können wir uns diesen blutigen Ring mal angucken. Kann ja sein, dass da irgendwo da drinnen was klebt. Ihr kennt das ja. Vielleicht ist hier irgendwas an dem Schlüssel dran. Silberner Schlüssel. Ne, der silberne Schlüssel muss gleich irgendwo reingesteckt werden. Und das können wir nur mit der Schere durchtrennen. Okay. Aber kann er nicht auch theoretisch mit dem... Oh, oh, guck mal hier das Foto, Digga. Das soll einfach Mia darstellen. Guck mal die Zeichnung. Da steht irgendwas drauf. Junge, was geht hier ab zur Hölle nochmal, Alter? Auf jeden Fall lief das Radio gerade. Okay, wir haben hier einen Raum, wo wir reingehen können. Wir haben einen Speicherpunkt. Wir haben aber auch da einen Weg, wo wir lang gehen können. Die Frage ist, wo geht es da lang? Ich gehe da mal erstmal hin. Ne, ich gehe da noch nicht hin, Digga. Das ist mir zu gruselig, ich schwöre. Ich mache erstmal die Türe auf. Ist mir scheißegal. Okay. Wenn ich irgendwas übersehe, Freunde, dann tut's mir leid. Aber ich bin gerade so im Rausch. Ihr merkt es selber. Okay, jetzt ist es, glaube ich, wichtig, alles zu beobachten, was wir finden. Ey, diese Kisten erinnert mich an Resident Evil 7. Okay, da haben wir einen Schrank. Wichtig ist immer zu gucken. An der anderen Seite verschlossen. Okay. Ist hier doch irgendwas in dem Raum? Nee, ne? Okay, dann haben wir ja auch alles in diesem Raum. Oh mein. Habt ihr gesehen? Die Tür ist einfach hinter mir zugegangen. Wollt ihr mich verarschen? Wer hat die Tür zugemacht, du Hundesohn? Was hat das zu bedeuten? Irgendwas hat das zu bedeuten. Irgendwann umdrehen, da steht was, safe? Hä? Das ist irgendwas zu bedeuten. Diese Puppe ist Mia? Boah, Blitzmerker. Was ein Blitzmerker, ernst. Kann man denn wieder irgendwas untersuchen? Ja, warte mal, was... Irgendwas hat das doch zu bedeuten. Boah, ich liebe das, wenn Rätsel kommen und kein Horror. So, also da... Da sind irgendwelche... Also ich check das noch nicht bisher. Müssen auf jeden Fall erstmal rätseln. So, vielleicht haben wir unterm Tisch hier irgendwas. Ich bin eigentlich ein guter Rätselmeister. Ich finde das nicht immer direkt raus. Das will ich auch mal gerne wissen. Passiert was, wenn wir das Auge so machen? Nee. Ich glaube, da muss schon dieses Zeichen sein. Ja. Nee, so. Lass uns so. Okay, passt. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie, um hier rauszukommen, diesen Code finden. Okay, I'm ready for the Rätsel.
Für der Rätsel Brezel. Okay, wir haben bisher einen blutigen Ring, mit dem wir nichts anfangen können. Aber eigentlich, wenn er schlau ist, theoretisch gesehen, kann er mit dem Schlüssel das, wisst ihr, wie ich meine, so aufkratzen. Oder kann doch nicht wahr. Wir brauchen irgendwo eine Schere. Loscheros, Malakos, El Papos, El Prop. Wo, was steht da? Puppenwerkstatt. Ja, da geht's in die Puppen. Ah, nee, wir sind in der Puppenwerkstatt. Puppe! Puppe, zeig dich! Ab die! Oh mein Gott. Oder ich schwöre, das ist... Ey, das ist mir zu viele Dings hier. Illuminati, Alter. Wir müssen jetzt safe das Zeichen wählen, was bei Mia drin war. Und das waren diese drei Augen. Genau, die waren's. 100%. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. Okay. Warte mal, welche Zeichen haben wir denn gesehen? Wir müssen die beiden Zeichen nehmen, die wir bei Mia, also im Auge gesehen haben, und dieses eine Zeichen, was da war. Ich weiß jetzt gerade leider aber nicht aus dem Kopf. Oh mein Gott, ich hab Angst, mich umzudrehen. Da steht hier jetzt irgendwas, ne? Okay, aber jetzt haben wir erstmal ein schönes Rätsel, Digga. Merke, merke, obsalaka, merke. Ich schwöre, ich konnte mir das nicht merken, was drin war, ne? Können wir hier irgendwas noch finden? Warte mal, ich gucke erstmal in Ruhe hier. In Ruhe. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Schere. Schere, Nähmaschine, Pizzaofen. Boah, ein leckeres Steinofenpizza, jetzt gib ihm. Okay. So. Also Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was hier für Zeichen sind. So, wir haben hier im Auge diesen Vogel. Vogel guckt nach rechts. Merkt euch das? Vogel guckt nach rechts haben wir. Und wir haben die drei Augen, die zu sind. Okay. Ja, mehr gibt's nicht. Vogel guckt nach rechts und drei Augen, die zu sind. Ja. Hatte ich das nicht schon ausgewählt? Ich schwöre, ich hab das ausgewählt. Hä? Ich hab's sogar richtig gehabt. Die Frage ist, was müssen wir hier einsetzen? Was könnte man hier etwas einsetzen? Die Frage ist... Okay, jetzt haben wir ein schönes Rätsel. Ich liebe Rätsel. Deshalb, weil die Rätsel nehmen schön viel Zeit in Anspruch... Könnt ihr mal untersuchen, dass hier irgendwas zu bedeuten hat? Oder ihr könnt doch mal reinschreiben, ob ihr es direkt herausgefunden habt. Aber ich check bisher gerade nicht so viel. Der Ring vom Finger der Puppe, er ist mit Blut überzogen. Dann können wir da irgendwas sehen? Von Herr der Ringe? Nee. Können wir nichts sehen. Aber alle drei Augen waren zu, oder? Vielleicht müssen wir es jetzt so machen, dass die Augen offen sind. Ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall in dieser Puppe drin, ne? Machen wir mal Auge auf. Was gibt hier? Es war keine Taube. Wir hatten diesen Vogel. Es war ganz klar dieser Vogel. Der hier, ja. Nicht der nach links. Nicht der. Der war es zu 100%. 100%. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Ich mache hier erstmal die richtigen Symbole hin. So. Also es ist gerade, ist schwöre, ist bisher nicht einfach, aber ich fühle sowas, ohne Scheiß. Ich fühle sowas. Finde ich nice. So, ich habe gesagt, ich mache das hier ankert. Vielleicht sind hier irgendwelche Indizien. Irgendwo können wir noch was nehmen, was wir dort einsetzen können. Und ich habe das Gefühl, es wird hier in diesem Raum sein. Es kann nicht sein, dass dieser Raum... Aha. Kann nicht, ich wollte schon gar sagen, es kann nicht sein, dass dieser Raum, dass man hier nichts machen kann. Okay. Haben wir das Waschbecken? Ah, den Ring sauber machen, okay. Ehering. Okay, untersuchen wir jetzt mal. Da haben wir einen. Oh mein Gott, da steht... Alter, das ist krank. Das ist krank, heftig. 05-29-11. 05? Oh mein Gott, was passiert? Immer wenn man so Step by Step was errät, irgendwas passiert. Schnell, schnell. 05-29-11, easy. Boah,
Boah, zum Glück heute auch so ein bisschen entspanntes Rätsel und so. Das ist schon geil, Alter. 05, 29, 11. So, 05. 29. Und die 11. Ja. Perfekt. I'm back in the business. Ich habe aber keine Waffen, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall gleich irgendein Teil, was wir da einsetzen können. Das müssen wir uns merken. Und sonst haben wir alles. Puppe! Ich bin die Puppe. Und komm mit der Lupe. Untersuche dein Haus. Und ich bin der Klaus. Es wird immer dunkler. Und deine Mutter. Hey, Kylie, die Tür hat sich geöffnet. Leck meinen Sack, ihr Schweine, hä? Was hat sich geöffnet hier, hä? Wollt ihr mich hier reinlocken, oder was? Untersuchen. Erstmal lesen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Wer spielt nicht mehr? Leider spielt sie nicht mehr. Ja, diese ganzen Türen. Ich denke, die ganze Zeit kommt irgendwas rausgefallen. Wer spielt nicht mehr? Ah, das hier stimmt. Alter, sind einfach alle Sachen von mir hingebracht worden, ne? Okay, wir gucken mal. Jetzt ist das dieses Ding hier, was sich dreht. Wie kommt ihr hierher? Frage ich mich auch. Ja, super. Wie soll man das denn jetzt öffnen? Als ob wir das mit dem Ehering öffnen müssen. Hä? Das kann ja nicht verwendet werden. Ja, super. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Hä? Warte mal, wir haben nur die zwei Sachen hier. Nee. Schlüssel wird auch nicht gehen. Okay, müssen wir mal gucken. Wir müssen gucken, Leute. Okay, ganz in Ruhe. Kein Stress, Digga. Okay. Da haben wir ja nichts drin, ne? Da war nichts. Aber wir müssen weiter im Haus gucken. Wir müssen irgendwas finden, um diese Puppe da zu finden. Eine Erinnerung schon an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Ja, stellt euch mal vor, Mia lebt noch. Auf einmal dreht die hier gleich durch wieder, wie bei Teil 7. Würde ich irgendwie feiern. Ah, leckere Gewürze. Okay, hier haben wir auf jeden Fall nichts mehr. Aguanta! Es ist so ruhig hier, es ist zu ruhig, ne? Ich schwör auf alles, ich kann nicht mehr, Alter. Diese Anspannung ist das Schlimmste. Manchmal sind diese Anspannungen schlimmer als Jumpscares, ich schwöre es euch. Wirklich. Geht der Aufzug nicht mehr? Was ist das denn? Passt nicht zu dem Schloss. Und der Aufzug geht wahrscheinlich nicht, ne? Nichts hat wohl keinen Strom. Okay. Okay, dann müssen wir weiter rätseln. Ah, ist geil, Digga. Geil. Fühle ich. Fühle ich diese Rätsel. So. Ich mache das aber nicht extra, falls jemand denkt, dass ich mir Zeit lasse jetzt für die Rätsel. Um Gottes Willen. So bin ich nicht. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Ich versuche halt nur alles richtig zu machen. Und ich weiß es gerade selber nicht, wo es hier weitergehen soll. Alkaloide von Gebirgspflanzen. Es kann doch nicht sein, dass wir das scheiß Rätsel hier gerade nicht hinkriegen, Mann. Hallo? Da liegt doch ein Zettel. Haben wir ihn schon gelesen? Oh, okay. Unsere glückliche Familie. Erstens, Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Zweitens, diese Geschichte liebt sie. Drittens, das Wichtigste in unserem Leben. Viertens, ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Aha. Ah, okay, hier gibt es einen Film. Digga, warum können wir uns hier nichts angucken, Alter? Und die Nummer 3 fehlt. Ah, guck mal, da sehen wir Fotos drauf. Die Nummer 3 fehlt, ne? Und Nummer 3 ist das Wichtigste in unserem Leben. Okay. Ist aber nicht, hängt aber nicht da, ne? Kann man da irgendwas erkennen auf den Fotos? Das Baby, den Ring. Da ist das Buch. Und die 5 war? Ethans Beweis an ewige Liebe und Treue. Okay. Irgendwas übersehen wir, Leute. Irgendwas übersehen wir. Was übersehen wir hier, Alter? Das kann nicht wahr sein. Haben wir alles in diesem Raum? Weil hier leuchtet das ja blau. Ey, Leute, Mann, ich will weiterkommen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Untersuchen.
So, warum nimmt man, können wir nicht einfach einen Film nehmen und den da reinpacken? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum geht das nicht? Das Wichtigste in unserem Leben, die drei fehlt. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethan weiß, diese Geschichte liebt sie. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Okay. Ne, können wir nichts mitmachen. Ne. Okay, wir gucken uns nochmal diesen Ehering an. Hat der vielleicht irgendwas? Können wir diesen Diamanten rausnehmen oder irgendwas? Das Datum, an dem wir zusammengekommen sind, ja, damit sind wir rausgekommen. Also ich glaube, mit dem Ring können wir nichts mehr großartig anfangen. Mit dem Schlüssel eigentlich auch nicht mehr. So, müssen wir ganz genau nachdenken, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie das alles hier zum Laufen bringen. Strom. Okay, das funktioniert hier nicht. Wir brauchen irgendwie Strom. Haben wir sonst hier alles übersehen? Haben wir sonst alles gefunden, was hier ist? Ist echt nicht easy, ne? Wirklich. Haben die schon gut gemacht. Aber sowas liebe ich auch mal ein bisschen zu rätseln, Alter. Nicht nur die ganze Zeit Horror, Horror. Ah, guck mal, hier liegen noch über... Irgendwo übersehe ich was, Leute. Das ist das Problem. Ich übersehe was. Irgendwo muss dieser dritte Film liegen. Und den müssen wir uns dann, glaube ich, angucken. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. 100%. Okay. So, hier liegt auch nichts da drinne. Warum kann man diese Schränke aufmachen? Ist da irgendwo was drinne? Nein, ist auch nichts drin. Wir haben hier auch nichts. Wir haben hier nichts. Da nichts. Leute, ich bin gerade echt baff, ne? Ich sag's euch ehrlich, ich bin gerade wirklich baff. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wir haben doch alles. So, da steht's ja auch nochmal drauf. Ein Erinnerungsstück an Ethan mit der Zeit. Leider spielt sie nicht mehr. Okay. Ja. Aber warum kann man nicht rechts diesen Schlüssel reinstecken? Das verstehe ich halt nicht, ne? Das kann hier nicht verwendet werden. Warum? Ach, okay. Ja, wir müssen nochmal in diesen einen Raum zurück. Sonst gibt's keine Möglichkeit. Wirklich, ich mein's ernst. Ich finde nichts. Kann doch nicht wahr sein. Okay, sind wir hergekommen? Wir müssen wieder hier hin. Ja, gleich kommt irgendwie sowas Unerwartetes. Ich sehe schon kommen. Ich bin gerade so beruhigt. Und auf einmal gleich macht's Boom. Haben diese Fotos hier was zu bedeuten? Boah, Digga, diese Fotos sind echt gruselig, ne? Okay. Irgendwas passiert jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Kann... Irgendwas ist hier faul. Wir müssen noch irgendwas austauschen von der Decke oder so. Achtet mal auf die Decke hier. Digga, ich weiß gerade ehrlich nicht, was mache ich falsch, Mann? Wir speichern erstmal. Safety first, Leute. Safety first. Wir haben gleich die halbe Stunde rum. Jawohl. Digga, das kann nicht wahr sein. Wo sind... Wir können auch nichts Großartiges machen. Das nervt mich gerade am meisten. Dass wir hier nichts machen können. Moment. Müssen wir mal diesen Arm untersuchen. So. Was wollen die mir hiermit zeigen? Was wollen die hiermit zeigen? So. Guck das an. Und mehr kann ich damit nicht machen. Ich kann es nur angucken. Und da sehe ich ja, was da ist. Vielleicht können wir noch irgendwas untersuchen, was wir noch nicht durchsucht haben. Aha. Guck mal hier. Ah, willst du mir sagen? Ey, als ob ich so lost bin und das Bein nicht untersucht habe. Chat. Guck mal, man muss immer nur genau gucken. Das ist das Problem. Unterschenkel entfernen. Und da ist jetzt der Film drin, 100 Pro. Aha. Was haben wir denn da? Aufziehschlüssel. Ah, das ist die Aufziehschlüssel für die Puppe. Okay, wir haben den nächsten Schritt. So. And now. Jetzt kommt der erste Jumpscare, ja. Seid ihr ready? Are you ready, ready, ready? Aguanta! Oh mein Gott. Pipi? Pipi? Ich habe in meine Hose Kaka gemacht. Kaka. Große Kaka. Und Puppe kommt und kannst du drehen und spiegeln damit. Mal gucken, was da jetzt raus ist. Bin ich mal gespannt, Alter. So, auf die Schlüssel. Ja, ja. Okay. Hä? Was? Zylinder? Sie spielt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Okay, irgendwas stimmt nicht. Zylinder tauschen. Ach so, okay. Es muss so eine bestimmte Reihenfolge haben, dass das alles aufeinander passt. So, das passt schon mal. Dann tauschen wir den mit...
Nee, den mit... Nee. So. So könnte es eventuell klappen. So sieht's vernünftig aus, oder? Ich versuch's mal. Vielleicht geht's. Irgendwas stimmt nicht. Mein Gott, Digga. Moment, guckt euch das mal an, warte. So vielleicht, dann den und den. Warte mal, passt das so? Ich weiß es nicht, Digga, ich check es nicht. Haben wir irgendwo einen Hinweis bekommen, wo wir sehen, wie das spielt? Ich glaube nicht, oder Chat? Ich glaube nicht, irgendwas stimmt nicht. Okay, das haben die ja extra so gemacht. Das ist ja offensichtlich, dass irgendwas hier nicht stimmt. Aha, so. So sieht's aber eigentlich sehr gut aus. Guck mal hier, rechts überstimmt das mit rechts. Und hier geht das darüber. Jetzt muss es passen, ehrlich, jetzt muss es passen. Sonst bin ich selber ratlos. Aha, ich hab's. Pinzette. Pinzette. Damit können wir das Auge vielleicht rausholen. Okay. Oder irgendwas kommt gleich, Digga. Das ist ja voll das Geile. Ich fühle mich... Ich schwör auf alles. Wisst ihr, wo ich mich fühle? Wie bei Saw. Baba-Rätsel, Bruder. Bitchig fahren, Baba-Wagen. Pinzette. Pinzette fürs Auge, oder? Würdet... Oder es sind alles Sachen, die auf mich zutreffen. Im Urlaub, im Griechenland-Urlaub, habe ich auch mit Pinzette was aus meinem Auge geholt, Digga. Ich schwöre. Und jetzt geht das genau hier so los, Digga. Gleich kommt noch Quad-Unfall. Arm gebrochen. Pinzette, Auge rausholen. Was machen wir mit dem... Oder warte mal, Pinzette. Was können wir mit der Pinzette sonst noch machen? Ah! Das Bild fällt einfach ab. Ich schreie. LOL. Oh mein Gott, Filmstreifen. Aber langsam wird's böse, Alter. Ethan, er darf es nicht erfahren. Jetzt müssen wir wieder zu diesem Filmraum. Oh mein Gott. Da steht Mia. Ich schwöre auf alles, da steht Mia. Mia! Oh Gott, Digga. Oh Gott. Jetzt geht's los, ja. Willkommen beim 1-Stunden-Special. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr jetzt geliked habt, Digga, ich kack euch vor die Haustür. Vor die Haustür. Ihr Schweine, hä? Guck mal, setzen den Film an. Ist das ein Porno von der oder was? Steck die Scheiße rein, schnell. Filmstreifen wählen. Die Reihenfolge scheint nicht zu stimmen. Ah, okay, warte mal. Okay, warte mal, müssen wir kurz hier gucken. Also, Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie, ist auf der 2 das Wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans beweist seine ewige Liebe und Treue. Warte mal. 1 ist Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Das ist der Teddy, okay. 4 auf 1, die Geschichte liebt sie. Ja, warte mal. 4 auf 1. Diese Geschichte liebt sie. Ethans Beweis für ewige Liebe. Hochzeitsgeschenk von Oma. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Das Wichtigste in unserem Leben ist die 3. Okay, 3 und 4 getauscht. 3 und 4 getauscht. Perfekt, gib ihm. So, jetzt geht's. Warte mal, hallo. Film abspielen. Ah, das ist doch von Resident Evil 7, wo jetzt Mia kommt, oder? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das für ein Brunnen, Digga? Oder was ist das? Hä?
Digga. Ja, hallo, Bruder. Ja, Digga. Eigentlich wäre jetzt der Moment, wo ich sage, ja, Freunde, das war's. Wir haben heute 5 Minuten länger gemacht als bei der letzten Folge, deshalb ist vorbei. Aber Kurats Minze, 1-Stunden-Special. Ihr Sibis, Alter. Oh mein Gott, da ist eine Puppe, ne? Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hasse Puppen, Digga. Da ist das Messer. Kann man es mit der Schere aufgehen? Oh, die Schere, die fliegt, Digga, die schwebt! Wo bin ich denn jetzt hier? Hallo, Telefon! Oh mein Gott, kennt ihr noch dieses Zeichen, dieses Dünnt? Das war noch bei Teil 7, so bei dieser einen da, wie heißt die nochmal? Lea? Keine Ahnung, Digga. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Schere und mit der Schere können wir auch von der einen Puppe am Magen die Scheiße aufschneiden. Das war klar, Digga. Das war klar, ich geh vorbei, Telefon klingelt. Hallo? Ruf mich mal raus hier aus dem Haus! Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Ich liebe euch beide. Über alles. Ich musste es tun. Was musste sie tun, Digga? Jetzt fragt sich jeder, was musste sie tun? Thunfisch. Digga, ich hab übelst Kopfschmerzen. Ehrlich, ich krieg Kopfschmerzen gerade. Eine Hebamme. Was soll ich denn da reinstecken? Den Ring oder was? Ah, da fehlt irgend so ein Puzzleteil. Das Kind fehlt. Okay. Ah, ich weiß, wo wir sind. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder raus. Soll ich sagen, wie es jetzt weitergeht? Jetzt gehen wir zu der Puppe, schneiden am Magen das Ding auf, dann ist da das Stück drin, dann gehen wir wieder zurück. So, ganz easy. Ah, okay, jetzt kommen wir hier raus. Ich verstehe. Oh mein Gott, da geht Mia. Seht ihr das? Oh mein Gott, Dick. Bruder, ich habe gerade so einen kalten Schauer am Rücken gehabt. Wirklich, so einen kalten Schauer am Rücken hatte ich gerade gehabt. Oh, ist das ekelhaft, Alter. Ah, Messingscheibe. Hasibi. Hasibi! Was ist passiert mit Rose und Mia, Alter? Mia Khalifa, ich gehe auf den Wiz Khalifa und knall dort Mia Khalifa. So, das ist auf jeden Fall richtig, das Zeichen. Ja, nein, nee, lass mal, ist richtig. Und hier oben stecken wir jetzt die Messingscheibe ein. Ist schon richtig. Naja. Ah. Die glauben auch, dass ich da jetzt runtergehe, oder? Alles stockdunkel, Alter. Leck meinen Sibbi. Wollt ihr mich verarschen? Ja klar. Das haben wir im Video gesehen. In dem Pornostreifen. In dem Pornostreifen haben wir das gerade gesehen. In dem 80er Jahre Porno. Digga, ich kann nicht hingucken. Ich schwör auf alles. Wenn ich das jetzt in VR spielen würde, ich würde kaputt gehen. Bei Gott. Ich kann nicht mehr. Ich schwör auf alles. Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein scheiß Treppengang? Das ist echt hart. Ich hoffe, ihr könnt noch alles sehen. Ich sehe gar nichts mehr. Gänsehaut am ganzen Körper, am ganzen Jarak. Da ist der Brunnen. Wir müssen uns erstmal hier umgucken, Freunde. Ich muss jetzt Eier zeigen. Ich muss Eier zeigen. Eier zeigen und gucken. Eier zeigen und gucken. Okay, wir müssen runter. Das haben wir in dem Film gesehen und dann ist da irgendwas passiert. Dann ist der Film abgebrochen. Das heißt, unten muss dieses fehlende Stück sein. Der arme Ethan, der tut mir so leid, Alter. Guck mal, wie das für ein schönes Leben wir haben. Und der Typ, der kackt komplett ab. Schlüssel zum Sicherungskasten. Was war das denn? Wir müssen jetzt zum Sicherungskasten, dann können wir wieder hochfahren.
kann nicht mehr, Digga. Ich schwör's dir, es ist gerade echt. Was ist gerade? Das ist Psycho! Bruder, das ist Psycho. Ich schwör auf alles, das ist Psycho. Das hat nichts mehr mit Resident Evil zu tun, Digga. Ich schwör's dir, es hat nichts mit Resident Evil zu tun, Digga. Wollt ihr mich verarschen? Digga, da spiel ich lieber Teil 7, Alter. Und lass mich von dem Vater da 10 mal hops nehmen. Das ist diese kranke Scheiße. Diese Psychopathen. Der Batteriecontroller ist leer. Ja, auf einmal Pornokeller geworden. Warum ist denn rotes Licht hier? Hör mal, sind wir im Puff oder was? Halt die Fresse, Digga, ich speichere jetzt immer noch 20 Minuten, Alter. Das erste und letzte 1-Stunden-Special. Ja, jetzt kommt die Musik, jetzt geht's los, Digga. Heide Witzka, wir müssen, wir haben den Sicherungskasten. Die Sicherheit ist gefährdet! Sicher! Ach, guck mal, die schöne Blutspur! Ach, du heilige Scheiße, Alter. Bruder, das ist nichts für schwache Nerven, Digga. Ich muss mein Zimmer heller machen. Ich schwör's, ich kann nicht mehr. Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott. Hey, was war das denn? Oh mein Gott, die Puppe fällt runter, du Hundesohn. Bitte Strom rein, da Strom. Steck den Scheiß rein. Nichts hat wohl keinen Strom? Oh nein. Oh mein. Was war das denn für ein Monster, Digga? Ich hab das, glaube ich, gerade geträumt, oder? Ihr Schweine, Digga, was war das für ein ekelhaftes Scheißding? Die verdammten Dreckspuppen, Alter. Bruder, ich kann nicht mehr. Das ist gerade Psycho-Scheiße. Ich werf alles. Ich verstehe gerade gar keinen Spaß mehr, wirklich. Jawohl, es ist hell! Bruder. Ich kack ab, ne? Dieses Special bin halt. Ah, das ist nur die Küche von Resident Evil 7! Spaß, Mann, dein Vater kommt gleich. Ey. Bruder, was ist das für ein Spiel? Ich mein's ernst, ne? Geht mal weg mit Teil 7, das ist doch mal viel schlimmer, finde ich. Ich bin aber auch so ein scheiß Schisser, Digga. Warum bin ich so ein Schisser, Mann? Ich verstehe es nicht. Und jetzt? Wenn ich mich schon verstecken muss, hat das nichts Gutes zu bedeuten. Ich schwöre es euch. Was ist hier in diesem Raum? Was ist das? Sicherung? Oh mein Gott. Ja. Bruder, das ist gerade zu krank. Das ist jetzt gerade Outlast-Feeling. Einfach verstecken. Gleich redet nur der Kopf hier mit mir von dieser scheiß Puppe.
Also wir müssten jetzt mit dieser Sicherung zum Sicherungskasten, um dann mit dem Fahrstuhl hochzufahren, während dieses scheiß Monster da ist. Okay, Kopf durch die Wand. Ach du. Ich geh rückwärts. Mir ist scheißegal, ich geh rückwärts. Ich mach den Moonwalk. Ich schwör's dir, Chat, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, wo bin ich? Chat, es ist gerade wirklich. Wo ist dieses scheiß Riesenbaby? Jetzt kommt's runter. Oh mein Gott. Steck dich, du Hundesohn! Scheiße hier. Ich kann nicht mehr, ey. Bitte, ich muss aufhören. Ich mache nie wieder ein Stunden-Special. Bei Gott. Nie wieder. Erste und letzte Mal. Es ist vorbei. Freunde, es ist vorbei. Es ist zurück, es kommt wieder. Ja, wie? Das ist einfach ekelhaft. Das ist einfach ekelhaft. Zurück, Digga. Ich schwör, alles reicht! Boah, so mal, meine Freundin soll das zocken. Ich will mal wissen, wie die abkackt, Digga. Starten. Eigentlich süß, ne, so Baby weinen, aber wenn man das dieses Monster dann sieht, ist was für eine kranke Scheiße ist das denn hier? Was ist jetzt hier los? Oh mein Gott. Guck mal die Augen von den Puppen, okay. Ja, was geht denn jetzt hier ab? Was ist das? Es ist nur ein Spiel, Ernesto. Pesto. Ey, diese Puppen sind echt krank, Alter. Junge, was ist das für eine 3D-Kamera? Oh mein Geh Gott! Nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Hm? Du bist nicht besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich!
Gib mir mal lieber meine Waffen her. Wo sind meine Waffen? Lass mich raus aus dem Scheißhaus. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ja, ich fahr bestimmt wieder runter in diesen scheiß Keller. Guck mal, diese Puppen, Digga. Ey, Leute. Ich hab sie. Nee. So krank, es ist krank. Oh mein Gott. Was? Alles klar. Ich muss kurz Vollbild machen. Ja. Freunde, ich muss jetzt ruhig bleiben. Ich bin gerade in meinem Element. Wohin jetzt? Lass mich raus! Ja, das ist so eine Psychokacke hier, ne? Es ist... Bruder, ich weiß selber nicht, was ich sagen soll, Freunde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich bin gerade psychisch gefickt. Das ist wirklich Psychokacke, Alter. Wirklich, davon kriegen manche Menschen kriegen von sowas Komplexe, Digga. Wirklich. Ich krieg gleich auch Komplexe, Freunde. Ich schwör's euch. Die Puppen fliegen gleich auf mich drauf. Ich seh schon, komm. Nee, sei ein Mann. Sei ein Mann. Ich bin hier drinnen, hä? Versteckt. Oh mein Gott! Ich kann gerade nicht mehr, Alter. Das reicht, Digga. Das ist... Ich hab sie doch gefunden, hä? Gehst du mit Rose auch so um? Vergleich dich nicht mit Rose, kleines Drecksvieh. Okay, das versteckt sich die ganze. Wir müssen es überall suchen und finden. Komm jetzt ganz ruhig und konzentriert bleiben, Annie. Du schaffst das. Du schaffst das. Scheiß auf die Puppen. Ruhig bleiben. Ist sie hier irgendwo? Nee. Nirgendwo ist sie hier. Okay, weiter. Ist sie hier irgendwo versteckt? Nein, hier ist sie auch nicht. Ja, auch nicht. Wir müssen sie finden. Wo ist die? Suchen und verstecken ist das hier. Suchen und zerstören, wie bei Call of Duty damals. Ich sage, sie ist wieder oben oder in diesem Nebenraum. Ah, guck mal hier. Ich dachte, da ist sie doch. Ich hab sie. Komm. Rein da. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Ey, Leute, ich kann einfach nicht mehr. Ne, mehr. Was ist das?
Das war die Schwester. Jetzt haben wir glaube ich, ein... Wir haben jetzt ein neues Relief gefunden, oder? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Aha. Gut. Wir haben es gefunden. Jetzt nichts wie raus hier. Okay. Den vielgeflügelten Schlüssel kombiniert. Jetzt haben wir den Schleich mit vielgeflügeltem. Sie haben ihren verlorenen Halbseligkeiten zurückerlangt. Okay, wir haben jetzt den nächsten Flakon Beine. Nummer 2. Oh, Digga. Freiheit. Ey, wie perfekt das bitte ist. Jetzt gehen wir zurück zum Duke, können da chillen und speichern und haben die eine Stunde voll. Perfekt. Ah, wenn wir da unsere Sachen bekommen, können wir erstmal schön heilen wieder. Ist doch alles entspannt, Digga. Perfekt. Ey, ich schwör's euch, was war das in diesem Puppenhaus? Das war wirklich das Härteste bisher seit langem, ehrlich. Bitte nichts mehr kommen, hier kann eigentlich nichts kommen. Das wäre unfair von den Machern. Aber hier rechnet man mit gar nichts. Mit nichts rechnet man hier. Ich hoffe, jetzt kommt noch nichts bei diesem Friedhof da. Als Riesenbaby und sowas. Das war ja... Das Ein-Stunden-Special heute hat es in sich gehabt, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Erstmal diese Rätselei. Man hat Rätselei gehabt, man hat Jumpscares dabei gehabt, man hat Horror dabei gehabt, man hat... Psycho-Scheiße dabei gehabt. Wirklich alles, was ein perfektes 1-Stunden-Special benötigt. Wir hatten alles dabei. Denken, in die Hose kacken. Digga, was ist das für ein Aufzug? Ich glaube, ich habe falsche Etage gedrückt. Es ist doch wieder zu ruhig hier. So, und jetzt können wir zum Duke zurück. Er speichert oben links. Das ist nichts Gutes, Digga. Also, wenn jetzt was kommt... Da war keine Tür letztes Mal, oder? Doch. Das kann ja nicht verwendet werden. Ist das das? Oh, können wir irgendwas verwenden hier? Nee, ne, ich glaube nicht. Können wir gar nichts verwenden. Da müssen wir uns merken. Benny Vignetto steht da. Brunnenkurbel. Nee. Auch nichts. Nee. Ich glaube, können wir nichts verwenden, Chat, oder? Jetzt gehen wir jetzt ganz schnell. Aber ganz schnell zurück zu Duke. Da ist noch die Pumpgun hier in die Hand. Hä? Hier war doch letztes Mal kein Haus. Oder bin ich dumm? Guck mal, es wird dir nicht mehr angezeigt, das Haus. Chat? Ich schwöre, das war nicht so. Hundertprozentig war das nicht, oder? Nee, nee, nee. Safe sind wir nicht hier lang gegangen. Was ist das denn hier? Guck mal, wie das hier... Sind wir hier lang gegangen? Oh mein Gott! Oh oh. Ich glaube, ich habe letztens die falsche Waffe aufgerüstet, meintet ihr irgendwas, ne, Freunde? Ich hab's gewusst, Digga. Letztes Mal war das hier nämlich safe nicht so. 100% war das nicht so. 100% war das nicht so. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Aha, hier ist sogar eine Kiste, lol. Kugel, Sonne und Mond. Ach krass, warte mal. Wir können mal gucken auf der Karte. Hier war anscheinend ein Schatz gewesen, den wir letztes Mal gar nicht holen konnten, weil dieser Weg gar nicht möglich war, lang zu gehen. Okay. Wo? Ja, wo? Hier, du Sibi, Alter. Hier erstmal. Oh! Was haben wir denn? Oh, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Zum Glück bin ich hier gerade reingegangen. Na, wo wollt ihr rein, hä? Dietrich? Kann ich irgendwo raus? Ganz easy. Junge, was ist das für eine geile Waffe, Alter? Ist da noch jemand? Hey, mach mal Platz hier. War richtig geile Waffe. Ihr könnt mir mal gerne Tipps in die Kommentare schreiben und sowas, wenn euch irgendwas
aufgefallen ist, weil ich vergessen habe mitzunehmen oder so. Sie haben die eine Stunde übrigens erreicht, sehe ich gerade. Krank, Digga. Oh mein Gott, Digga! Wie schlucken die denn, Alter? Siehst du, wir sind nämlich letztes Mal hier lang gegangen. 1 Million %. Wir können sogar wieder Munition herstellen. Warte, lass uns mal kurz gucken. Flintenmunition herstellen. Guck mal, wie viele wir herstellen können. Arznei auch ganz easy. Was ist jetzt hier für ein Weg? Wo geht's denn jetzt hier lang? Hä? Hängebrücke, da geht's wieder zurück. Und wo geht's da lang? Okay, da war dieser eine Schatz. Hier geht's, glaube ich, zurück zu Duke. Ja, hier ist der Duke. Da geht's zurück zu... Okay. Ja. Aber was mich interessiert, was ist da hinten? Weil da waren wir noch nicht. Genau, hier. Was ist hier? Hä? Hier war ich doch gerade noch nicht, oder, Chat? Das ist was anderes, oder? Es kommt gleich wieder irgendwas aus dem Boden. Ja, guck jetzt. 1, 2 und 3. Komm, komm. Ich bin vorgewarnt. So, wir haben, okay, wir haben nur ein kleines Schacht. Da kommt jetzt einer raus. Hi. Da wieder ein Klo zum Kacken. Aha. Foto eines... Was? Foto eines einsamen Vogels? Moment, gucken wir uns das mal kurz an. Okay, das hat irgendwas zu bedeuten, dieser Vogel. Moment, wo ist das denn? Ich kann diesen Ort gar nicht... Okay, irgendwo ist hier ein Vogel. Ein blauer Vogel. Seht ihr den? Ne, ich sehe ihn nicht. Vogel? Kurr. Aha. Was ist das denn? Hä? Was kann man denn hier reinpacken? Da kann man irgendwas rein, irgendeine Kugel, irgendwas Kugelförmiges. Haben wir da was? Ne. Haben wir nicht. Da können wir nichts reinlegen. Da müssen wir mal Tipps geben, Freunde, was ich hier übersehen habe. Oh, explosives Geschoss. Schlüssel des Geigenbauers. Schlüssel des Geigenbauers. Ne, Freunde, ich spiele noch weiter. Ich spiele noch weiter. Ich will jetzt zum Duke. Ich will die Stelle hier schaffen. Ich will das Kapitel Benevieto abschließen. Schlüssel. Warte mal, was steht da mit dem Schlüssel? Der Hausschlüssel des Geigenbauers, der im Westen des Dorfes wohnt. Geigenbauers. Na, wir gucken uns mal die Karte an. Der im Westen des Dorfes wohnt. Boah, ich kenne mich nicht aus mit Norden, Westen und sowas. Westen, Norden. Waffe in der Waffenmühle. Bestimmt irgendwo hier. Irgendwo hier gibt es was. Ihr könnt mir sonst gerne mal Tipps geben, Freunde, wenn ich was übersehen habe. Wenn wir das kriegen können. Scopy haben wir aber erstmal jetzt alles, ja. Wir haben hier alles. Aber dieser einsame Vogel, den würde ich gerne mal finden, wo der ist. Weil das sah mir verdächtig aus, als wäre das hier irgendwo. Die Perspektive. Aber der würde ja blau leuchten, oder? Bin ich dumm. Bin mir gerade nicht sicher. Lass uns nochmal das Foto angucken, okay? So, ich will das kurz mit euch gemeinsam noch hinkriegen. Warte mal, ich bin gerade heiß. Ich bin gerade heiß geworden, Digga, nach dieser einen Stunde. So. Ne, es ist nicht hier. Es ist irgendwo, glaube ich. Ah, sogar beim Duke. Ist das nicht links der... Ne, ne, ich weiß, glaube ich, wo das ist. Das ist im Dorf. Im Dorf ist das. In der Mitte irgendwo. Da haben wir nämlich links, wo das orange leuchtet mit dem Feuer. Da haben wir doch so ein Ding kaputt gemacht. Ja, ja. Da müssen wir auf jeden Fall hin zu dem Vogel. Aber ich glaube, der speichert nicht mal beim Duke, oder? Egal, wir gucken einfach mal, Leute. Ich sag nicht nur, die Brücke fällt jetzt hier runter. Oh oh. Die Viecher fliegen da wieder lang. Boah, Leute, Alter, ich kann nicht mehr. Es reicht. Der Sack Kartoffel fällt gleich runter, ja? 100% fällt jetzt runter. Bam, auf meinen Kopf. War das vorhin auch schon so? Oh. Hallo. Hä, wieso? Wie schlucken die denn?
geschafft. Wir brauchen zwei. Ich glaube, es ist, glaube ich, ein Bug vom Spiel. Nee, doch nicht. Wir brauchen wirklich zwei Schüsse. Und wir sehen aus wie von Die Mumie kehrt zurück. Irgendwelche Viecher, ne? Ja, wie man nie gefunden. Der so eine Puppe hier am rumlegen. Da haben wir auch was. Das haben wir alles übersehen letztes Mal, ne? Jetzt verstehe ich mit. Nee, guck dich mal schön um. Hoppa. Eins. Tot. Ich müsste aber tot sein, ja. You wanna hoot it? Oh, irgendwo ist da was. Wo, hinter mir? Da. Kiespulver. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles, oder? Das war schon ganz gut. Wir haben schon, glaube ich, alles mitgenommen. Was, bitte nicht hier noch irgendwas. Es reicht, Digga. Ich will einfach zurück. Duke. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat sogar gespeichert, Digga. Aber das 1-Stunden-Special. Respekt, Digga. Res. Oh mein Gott, der hat der Puppe da in der Hand. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Dieser Duke ist so ein kranker Typ, Alter. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Auf Wiedersehen. Das machen wir beim nächsten Mal in Ruhe. Ja, wir können ja sogar speichern. Freunde, das war's an dieser Stelle vom 1-Stunden-Special, Digga. Kommt ihr klar? Also ich würde euch alle mal den Like-Button jetzt hier auseinandernehmen sehen für dieses kranke 1-Stunden-Special. Sogar über eine Stunde. Es war am Anfang echt grauenhaft. Dann habe ich mich immer mehr und mehr reingesteigert. Es ist einfach unglaublich, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wer noch nicht abonniert hat. Also dieses Let's Play, das geht wieder in die Geschichte des Kanals sein. Das ist einfach zu krank. Check meinen Twitch-Kanal aus. Check meinen Instagram-Kanal aus. Und damit würde ich sagen, euer Rillepeter verabschiedet sich aus diesem Video. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Kuss geht raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Boah, Bruder, ich kann nicht mehr, Alter. Ab auf YouTube damit. Viel Spaß später damit. Let's go. Ciao.